jetzt sind wir auf Deck Nummer 4. Das sind hier insgesamt 3 Decks, wo man essen kann. My Time Dining oder feste Essenszeiten. Ich will jetzt auch nicht weiter reingehen, weil ich jetzt einen relativ ungünstigen Zeitpunkt habe, um das hier zu filmen. Aber gut, da sieht man auch mal, wie voll es hier ist oder auch nicht. Das Ganze erstreckt sich, wie gesagt, auf 3 Etagen. Noch eine da drunter und noch eine hier drüber. Und hier kann man dann eben essen, wenn man das gebucht hat. Oder man stellt sich halt hier an und wartet, bis ein Tisch frei ist. Ne? Einmal auf einer Seite mit Reservierung und eine Seite ohne Reservierung für die spontanen Gäste. So, ich laufe noch in Badeklamotten rum und die anderen Herrschaften sind schon alle fein gemacht. Naja. So, jetzt mache ich dann an der Stelle nochmal Stopp, weil wir hier das Casino haben und bekanntermaßen darf im Casino nicht gefilmt werden. Von daher nur ein kurzer Blick rein und dann sehen wir uns auf der anderen Seite wieder. Dann gehe ich einmal kurz durchs Casino und dann sehen wir uns dann wieder. So, jetzt bin ich einmal durchs Casino gelaufen, wie ihr seht. Und jetzt geht es hier auch schon weiter. Alles noch auf Deck 4. Insgesamt hat das Schiff 17 Decks, wovon natürlich einige nur Kabinen sind. Jetzt ist die Frage, ob gerade eine Eisshow läuft oder sowas. Das kann natürlich jetzt sein. So, hier ist Studio B und ich glaube, nehmen wir einfach mal rein. So, das ist die Eislaufbahn und hier finden abends auch Partys statt. Oder halt Eislaufveranstaltung und ja, sieht ganz witzig aus, ne? Das ist Studio B. Jetzt gehen wir mal wieder raus. Oh, diese Tür. So, und draußen sind wir wieder. Ah, kann ich auch so halten, ist angenehmer. So, und hier habt ihr den Diamond Club. Das ist ein Bereich, wo nur Leute rein dürfen, die den Diamond Status haben oder höher. Hier ist die Disco. Noch mal kurz rein. So, also hier ist abends Comedy-Veranstaltung. Oder eben Diskothek, dann wird es umgebaut. Hier eben die, ja, die Ecke. Sieht auch ganz schön aus, im Grunde genommen, ne? Könnt ihr ja mal einen Blick drauf werfen. Ja, das hier in dem Comedy Club und Diskothek Attic. Ist im Moment halt die Zeit, wo entweder gegessen wird oder dann eben hier diese ganzen Sachen zu sind. Hallo. Hallo. Und das ist hier unten. Dann haben wir hier Jazz on 4. Jazz on 4 ist ein Jazzclub. Logisch. Ja, auch nochmal gemütlich hier und modern eingerichtet. Klein und mit einer kleinen Bühne, wo dann auch abends Musik stattfindet und man sich da hinsetzen kann mit einem Drink. Und hier oben geht es jetzt zu der Promenade. Da gehen wir gleich hin. Ich versuche aber mit euch mal, übrigens hier nochmal der Blick, nehme ich nochmal so, der Blick nach ganz oben. Schon beeindruckend, oder? Da macht man sich doch schon Gedanken, ob das Ding alles so das schwimmt. Hier
Sorry, but the theater is closed for... Ach so, gut. Da können wir dann mal eben kurz einen Blick reinwerfen. Ja, ich finde also gerade keine Veranstaltung statt. Und dann gehen wir da mal eben rein, nur zum kurzen Einblick. Man hat also hier auch 3 Etagen. Und ja, passen auch viele rein. Extra hier für Rollstuhlfahrer. Ui, guckt mal da. Da wird aufgebaut für die Show heute Abend. Ein ganzes Schiff. Ja, die haben halt auch Beatles-Show. Also da drüber sind jetzt auch noch Sitzplätze. Also wie gesagt, geht auf mehreren Etagen. Auch ganz schön spektakulär hier. Und da finden Shows statt wie Grease. Wie Beatles-Show war gestern. Also eine ganze Menge, die hier stattfindet. Und jetzt gehen wir auch wieder raus. Sorry hier für die Türgeschichte, aber nützt ja nichts. So, hier habt ihr überall Terminals, die sind im ganzen Schiff verteilt, wo ihr euch einloggen könnt. Name, Nachname eingeben und dann könnt ihr hier drüber auch noch buchen. Also Shows buchen, Sitzplatz buchen, eure Tischzeiten buchen, wann und wo ihr essen gehen wollt, Landausflüge buchen. Geht alles mittlerweile über die Terminals und die sind, wie ihr seht, überall angebracht und das passt schon. Ja, das Schiff ist so groß, also wenn man mal eben zurück aufs Zimmer will und am anderen Ende ist, dann ist man schon außer Puste, weil das sind hier natürlich Wege, die man zurücklegt, ja. Wie sagt man so schön, das ist fast so breit, wie andere Schiffe lang sind. So. Ja, ich in meinen Badelatschen, aber egal. So, hier Bolero Bar, hier ist abends spanische Musik und Tanz und auch schon mal Rambazamba hier. Hier habt ihr nochmal einen Blick. Hier moderne Kunst, der Kopf, der sich dreht. Und dann habt ihr hier die On-Air-Bar. Hier finden, also hier übrigens nochmal die Terminals. Und hier finden abends Karaoke. Findet Karaoke statt. Und jetzt ist da wahrscheinlich gerade Fußball. Für die EM. Werden hier auf so große Screens gezeigt. Das seht ihr hier nochmal. Ja, und hier ist dann abends natürlich auch Karaoke. Und so weiter. So, dann gehen wir weiter. Ganz großer Renner mittlerweile auf den Schiffen hier von Royal. Uhrenverkauf, Schmuckverkauf, hier Geschäfte sämtlicher Art. Also, wer hier zuschlagen möchte, da auch nochmal Geschäfte. Hier Geschäfte. So, hier ist das Sorrentos. Sorrentos ist die Pizzeria. Da gehe ich mit euch mal kurz rein. Da gibt's Pizza, Pizza, Pizza. Man kann sich eine eigene Pizza zusammenstellen lassen. Mit all den Zutaten hier. Hi. Okay, and hier Slices. Fertige, die man sich dann nehmen kann und essen kann. Zu fast jeder Tages- und Nachtzeit, glaube ich. Hier ist der Irish Pub. Kann man auch draußen sitzen. So. Und hier ist abends auch ein Sänger immer, der hier den Laden schmeißt. Da geht es auch schon mal richtig zur Sache. Da ist gute Stimmung. Ja. Hier wurde auch der Captain, hat sich hier vorgestellt. Und ja, ist immer ein beliebter Punkt hier, um Fotos zu machen. It looks nice, the picture. Yeah, 360. So, hier, next cruise.
Da habt ihr die Möglichkeit, nächsten Ausflug, nächste Kreuzfahrt zu buchen. Hier nochmal ein Auto. Dann habt ihr Café Promenade. Da gibt es auch nochmal Kleinigkeiten zu essen. Und Kaffee natürlich. Hier weitere Geschäfte. Und hier ist die Rising Tide Bar, die ich oben ja schon gefilmt habe. Die fährt alle paar Minuten dann mal wieder hier runter. Ja, ist eine ganz witzige Geschichte. Man kann dann da sitzen und sich hoch und runter fahren lassen. Haben wir auch gemacht, ist ganz witzig. Dann hier Guest Service, geht erstaunlicherweise sehr, sehr schnell, weil das mittlerweile alles mit den iPads, sag ich mal, geht. Und dann sind da auch Leute, die einen schon empfangen und das passt. So, hier, das ganz Besondere, die Bionic Bar. Die gucken wir uns da glatt mal an, oder? Ja, die Cocktails sind nicht ganz billig. Man bestellt das wohl hier übers iPad und hält dann seine Karte davor. Und dann wird gemixt. Hier sieht man dann, wer was bestellt hat und ja, wie lange das dann dauert. Jetzt aktuell ist es natürlich super. Hat keiner was bestellt. Also die sind jetzt auch nicht im Einsatz. Finde ich jetzt schade. Ja, genug Getränkeauswahl ist da. Aber vielleicht kann ich das nochmal separat filmen. Dann zeige ich euch das natürlich auch noch. So. Ja, das ist dann hier die Seite vom Schiff, die wir gesehen haben. Ihr seht das auch hier nochmal. Überall stehen diese Modelle. Und dann sieht man immer, wo man ist halt. Ne? 4 und 5 sind wir jetzt durchgegangen. Royal Promenade. Und jetzt sind hinten die Main Dining Rooms. Die habe ich euch gezeigt. Da gehe ich jetzt nicht nochmal rein, weil da ja jetzt schon gegessen wird. Jetzt fahren wir einfach mal eine Etage höher und gehen auf die Nummer 6. Oder, nee, wir machen es anders. Ich laufe mit euch die Treppen. Obwohl ich ja schon fast aus der Puste bin. Bei den Wegen, die man hier zurücklegt. Aber wir gehen einfach mal hoch. Okay, so. Immer ein beliebter Punkt, um Fotos zu machen. Hier nochmal ein schöner Ausblick auf die Promenade. So, dann geht's weiter. Die berühmt-berüchtigten Fotografen, die laufen hier auch noch rum. Aber ihr habt hier die Möglichkeit, eure Karte davor zu halten und dann die Fotos online anzugucken. Finde ich persönlich besser, weil dann wird nichts mehr ausgedruckt, sondern nur, wenn man es möchte. So wie ich es gesehen habe, ist das aber nicht ganz billig. Ich glaube, ein paar Bilder kosten, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ist schon nicht preiswert. So, hier nochmal für euch ein wunderschöner Blick. Könnt ihr ja mal ein bisschen drehen und gucken, wo ihr hier seid. Und hier ist die Schooner Bar. Ja, normalerweise auf den Schiffen von Royal ist in der Schooner Bar ja auch abends immer richtig Remi-Demi. Aber hier ist es eher ruhiger. Ja? Ist wahrscheinlich dadurch bedingt, dass unten der Pub ist. Und ja, dann ist hier eben der ruhigere Bereich. Hier kann man dann schön sitzen und noch runter gucken. Und jetzt machen wir das in einem durch, weil man ist hier doch schon länger unterwegs. Ja, man hat also immer hier die Aufzüge, vorne die Aufzüge. Und jetzt gucken wir uns noch ganz geschwind den Boardwalk an. Ja, da meint man, man wäre in Amerika an irgendeinem Pier. Ähnelt so ein bisschen Santa Monica Pier, würde ich jetzt fast sagen, wenn man so rausgeht. So, und hier ist das Karussell, passend dazu natürlich ein Hotdog-Stand. Da bekommt ihr Hotdogs fast den ganzen Tag oder auch German Bratwurst, habe ich gehört und gelesen. Ja, hier könnt ihr euch dann machen lassen. Hier auch nochmal innen, Kabinen.
Also nicht Innenkabinen, sondern halt mit einem Balkon nach innen. Ein Karussell, ganz viele Shops. Dann noch mehr Shops. Starbucks Café, auch hier. Und ja, ist so das erste Schiff, was ich kenne, wo tatsächlich eine Marke auf dem Schiff ist, also wie Starbucks halt. Fragt sich, wann McDonald's oder Burger King auf solchen Schiffen sind. Also guckt euch mal eben diesen Ausblick hier an. Ist ja schon Wahnsinn. Ja, hier ein Mexikaner. Auch gegen Zuzahlung. Aber kann man natürlich auch schön sitzen. Hier Johnny Rockets, Hamburger. Auch gegen kleine Zuzahlung. Die Milkshakes, die sollen unheimlich gut sein, habe ich mir sagen lassen. So, und hier natürlich The Ultimate Abyss, die Attraktion von der Harmony of the Seas. Ja, soll schon spektakulär sein. Unten wird man doch recht stark abgebremst. Also man kommt hier nicht rausgeschossen und landet hier im Boardwalk. Und es ist eine Trockenrutsche. Zuerst hat man immer irgendwie gedacht, es wäre eine Wasserrutsche. Ah, guck mal, da rutschen sogar kleine Kinder. Von daher, so dramatisch kann es nicht sein. Ich habe es selbst nicht ausprobiert. Aber ja, das sieht natürlich spektakulär aus und prägt so das Bild. Dann haben wir hier die Kletterwand. Nicht nur eine, sondern ihr habt zwei Kletterwände. Und ich finde, die sind doch recht hoch, oder? Also ich habe da schon mal jemanden drin hängen sehen, aber ich würde es nicht machen. So, hier, Show. Abends ist hier eine super Wassershow gewesen. Die haben wir uns angeguckt. Da springen die von oben, von ganz oben runter ins Wasser. Dann fliegen sie hier drüber mit diesen Seilen. Von allen, in allen Ecken passiert, was natürlich da ist, dann, wo die Herrschaften jetzt stehen, ist dann das Wasser auch. Also da solltet ihr euch, wenn ihr mal hier seid, unbedingt die Aquashow, Fine Line oder wie sie heißt, angucken. Und das weiß ich jetzt nicht, was das für eine Show ist. Aber ich hoffe, ich filme noch. Ja, 16 Minuten, wow. 16 Minuten gefilmt. Und hier nochmal ein ganz genialer Ausblick nach hinten raus. Ja? So, was mache ich jetzt noch mit euch? Wir haben Deck 4, Deck 5 und Deck 6 jetzt gesehen. Hier nochmal mit dem, da üben sie halt gerade. Hier hinten sind Suiten und auch Kabinen. Und ich denke, jetzt machen wir hier erstmal einen Cut und dann schauen wir, was ich euch noch zeige. Ja, dann sehen wir uns gleich nochmal.